Let's start again. Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von ARK, meine lieben Freunde. Nachdem wir in der letzten Folge die arme Katze umgebracht haben, die wir eigentlich zähmen wollten, werden wir jetzt gucken, dass wir heute hier mal ein bisschen vorankommen wieder. Ich fliege jetzt mal in die andere Richtung der Insel entlang und dann werden wir uns da mal so ein bisschen umschauen. Wir haben ja hier einen mega starken Argentavis mit der Grinsekatze. Vielleicht sehen wir ja auch nochmal das ein oder andere Alpha-Vieh, was wir dann legen können, wodurch wir dann nochmal ordentlich Level reinbekommen. Müssen wir einfach mal schauen. Deswegen fliegen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen entlang. Ich mache doch mal einen Gamma-Wert rein, aber auf 4. Das sollte reichen. Dann sieht das hier so eher leicht neblig aus. Ja, das ist so ein Problem in ARK, was mich noch ein bisschen stört, die Dunkelheit in dem Spiel. Ja, wenn man das streamt oder so, die Leute beschweren sich dann immer, ich kann nichts sehen, Ist das ein Alpha? Männlicher Megalodon, Level 90. Ist hier stecken geblieben. Okay. Ne, jetzt schwimmt er weg, Level 90er Megalodon. Nice. Hier würde ich jetzt, wäre das unser Stream-Server, sofort zähmen am liebsten. Bei uns auf dem Stream-Server geht es nur bis Level 120. Da haben wir Schwierigkeitsgrad 3 drin, also Difficulty 3. Da geht es bis Level 120. Zack, dann fliegen wir weiter. Bis jetzt habe ich hier aber noch nichts Interessantes so entdeckt. Einfach mal weiter umschauen. Wie gesagt, Leute, ich muss selbst die Karte erstmal kennenlernen und das mache ich langsam Stück für Stück. Ich fliege immer mal wieder hier so meine Runden ab und gucke mir das alles an, weil man muss erstmal sich alles einprägen. Auf Scorched Earth und The Island kenne ich mich mega gut aus auf beiden Karten. Da habe ich also einen Orientierungssinn. Echt, also das ist der Wahnsinn, wie ich da mich zurechtfinde auch schon. Auch selbst wenn es mega nebelig ist. Ja, hier unten ist jetzt dieser Palmenwald, wo auch die umgestürzten Palmen sind. Da hinten ist zum Beispiel eine. Da seht ihr das. Kann man nämlich drüber laufen. Aber ich muss mich auf Ragnarok erstmal noch dran gewöhnen, gut zu orientieren. Da hinten ist ein roter Airdrop. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal in Richtung des roten Airdrops und holen den mal. Ich weiß, dass links rum es wieder zum Lager geht. Hier oben sind diese Brückenpfeiler. Ich glaube, da bin ich ja letztes Mal unten mit dem Wolf lang gelaufen vor 2 Folgen oder so. Ja, so langsam, aber sicher kommt das dann auch mit der Karte. Ja, hier oben ist auch dieser riesige See, an dem ich dann vorbeigelaufen bin. Ja, und hier oben sieht es aus, als wenn wir hier eine Kiste hätten. Aber ich würde ganz gerne den roten Airdrop erstmal holen, Leute, bevor wir da jetzt zwischenlanden. Ich weiß nur nicht, der kommt gerade runter, weil oben ist noch über dem diese Kugel. Daran seht ihr, dass der Airdrop gerade runterkommt. Jetzt ist er unten angekommen. So, und ab jetzt geht er kaputt. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, den zu looten, weil der hat ja so eine Art Lebensenergie und die verfällt mit der Zeit. Ich glaube, wir können aber auch komplett durchfliegen bis zum Airdrop. Und dann können wir den holen. Narkosepfeile hast du jetzt gerade nicht mehr so viele, ne? 16 Stück noch. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie man einen Greifen zähmt in dem Spiel. Das habe ich auch noch nicht gemacht, ne? Ich denke mal, ich auch nicht. Greif ist bestimmt auch wieder betäuben und füttern oder wird der passiv getamt? Weiß das jemand? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, Leute. Ich glaube, wir landen doch mal lieber zwischen. Wir haben nicht so viel Ausdauer mehr. Wir sollten das aber eigentlich schaffen, zum Airdrop zu kommen. Ein roter ist besonders interessant, weil die roten sind die höchsten Airdrops. Da drinnen sagt man, findet man so mit Abstand die krassesten Sachen. Bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir ja Glück. Wenn wir Glück haben, hat er sogar noch so einen goldenen Ring drum. Dann ist das richtig gut, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit... Ah, aber ich habe sehr viele Pfeile noch im Inventar hier mit dem Argentavis. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sogar was sehr Hochwertiges findet, wenn da so ein Ring drin ist, das drum ist. Heißt das immer, die Chance ist erhöht. Müssen wir mal schauen. Fliegen wir jetzt einfach mal hin, dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht aber auch nicht. Ist aber noch da, ne? Ja, der ist noch da. Boah, das sieht hier mega krass aus mit dem Wasserfall. Gönnt euch mal die Aussicht, Leute. Mega nice, oder? Oh, der ist noch ein gutes Stück da hinten, ey. Muss ich aber jetzt nicht beeilen. Will nicht, dass der kaputt geht. Hier gibt es auch einen riesigen Canyon, der sieht mega krass aus. Aber das hier oben ist auch schon heftig mit dem Gletscher und allem. Haben sie richtig geil gemacht. Also Ragnarok ist eine richtig schöne Karte. Warum ich die aktuell nicht spiele, kann ich aber auch mal sagen, Leute. Das liegt einfach daran, die ist noch zu unfertig, diese Karte, ja. Mir fehlt hier einfach noch zu viel. Hey, ist der da in der Höhle drinne gespawnt? Was zur Hölle? Der ist in der Höhle drinne. Level 100er Argentavis vor. Ja, ich kann aber anscheinend in die Höhle reinfliegen. Das ist schon mal sehr gut. Oh, da ist ein Bär. Oh, Rezept für eine lilane Pistole habe ich gefunden. Ja, das geht ja richtig ab hier. Die hat, holy shit, 152 Waffenschaden. Also Schusswaffe ist schon krass, Leute. Das ist schon echt stark. Müssen wir mal schauen. So, dann fliegen wir mal weiter auf unserer Erkundungsmission. Müssen nur gucken, dass wir so schnell wie möglich hier vielleicht rausfliegen. Weil Schneegebiet ist immer ganz böse. Da kriege ich nämlich Kälteschaden. Hier sind auf jeden Fall Nashörner und all so ein Kram. Also wenn wir das alles suchen, das finden wir dann oben im Schneegebiet. Da müssen wir aber erstmal gucken, dass wir so ein bisschen Pelz-Stuff uns machen. Dafür müssen wir dann erstmal irgendwie Mammuts töten oder so. Wenn du Schafe siehst, ne, kannst du die scheren. Ja, aber wenn ich Schafe sehe, dann werden wir die nachher versuchen zu tamen. Die gibt es ja hier auch ziemlich viel, ne, Schafe. Wir sind Wölfe. Oh, jetzt ein 145er. Was bist du? Ein männlicher Wolf. Oh, der hat mich jetzt so, dass er mich beißt die ganze Zeit. Das ist nicht gut, Leute. Müsst ihr den meistens nochmal fallen lassen. Oh, aua, aua, aua. Nein, 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 nein. Ich lande lieber hier oben auf dem Stein. Ich glaube, den werden wir versuchen zu tamen, Leute. Ich werde jetzt gleich zurückfliegen, dann droppe ich dir einfach die Pfeile. Dann craftest du dir Betäubungspfeile. Ja, wie viele Pfeile hast du denn noch? Ich habe im Inventar 29 Stück, die müssten eigentlich reichen. Ja, ich habe 15, also ich denke, das sollte dann reichen, weil sonst muss ich jetzt noch schnell Flint holen. So, da ist er. Ne? Ja, das ist der 145er. So, jetzt kann er mich nicht angreifen. Flint ist auch noch im Schrank eigentlich gewesen. Falls Flint habe ich alle Steine gemacht, Pfeile. Okay. Mal. Aber ich hole schon Flint gerade. Ja, guckt euch das mal an, wie die das Mammut da gerade auseinandernehmen. Okay, der ist Level 45 und hat den Rudelbuff. Dann heißt das, dass der nicht so gut ist. Also da alle anderen da nicht so gut sind. Und jetzt müssen wir nur gucken, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wo entlang wir zurückfliegen müssen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Da ist der blaue Ark, das heißt, wir müssen da hin. So. Das ist nämlich das Geile. Wenn man sich das mit den Ark merkt, wo die sind, dann kann man sich daran sehr, sehr gut orientieren. Ja, und da unten haben wir unsere Basis, weil da sind nämlich die Steine. Da gegenüber, da ist unsere Basis quasi. Da müssen wir jetzt hinfliegen. Ja, ich muss trinken, also ich brauche noch einen kleinen Moment. Boah, ja, ich bin noch unterwegs, das wird noch was dauern. Ich werde jetzt bestimmt so meine 5 Minuten brauchen, bis ich da bin. Sollte aber passen. Sollte aber passen. So, den Wolf setzen wir jetzt hier mal eben ab. Oh. Oh je, oh je. Kann sein, dass der Wolf gleich tot ist, vielleicht, wenn wir Pech haben. Hoffe ja nicht. Oh Leute, wir müssen die Mission Rette den Wolf machen. Eieieiei. So, mein lieber Freund. Ich nehme mal lieber mal mit, ne? Bevor du hier nachher drauf gehst oder so. Also wenn wir Chitin brauchen, ne, dann sollten wir lieber diese Dinger farmen hier, diese Krebse. Ich habe jetzt wieder fast 60 Chitin bekommen. Okay, nice, das ist gut. Oh ja, der hat ein paar Kratzer, hat er auf jeden Fall abbekommen von dem Vieh, ey. Das ist nicht so gut gewesen, Leute. Nicht, dass der uns gleich wieder stirbt, wenn wir den versuchen wollen zu betäuben. Ich hoffe, der hat nicht so einen hohen Torporwert. Ich werde den jetzt mal vorsichtig hier hinten absetzen. So. Lande ich hier oben. Soll der da jetzt mal in Ruhe ein bisschen rumspazieren, dann kann er nämlich auch hochreggen nochmal. Hoffe nur, dass der jetzt nicht irgendwas wieder angreift unten gleich. Mein Leben sinkt auch ganz schön langsam, Leute, ne? Da müssen wir uns eigentlich gar nicht so viel Sorgen drum machen. So, zack. Wir haben kein Fiber. Na, jetzt muss ich erstmal Fiber farmen für Pfeile machen. Ja, ich bringe doch noch 29 mit, die kann ich ja aus der Luft droppen. Nimmst dir gleich Narkotik ins Inventar, dann craftest du nebenbei, während du schießt. Sollte doch kein Thema sein. Ich bin jetzt auf dem Rückflug. Ich bin jetzt auch dann gleich da. Aber die Karte ist echt riesig, ne? Die ist wirklich sehr riesig, die Karte, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel größer ist Ragnarok als The Island? Ich glaube 3 oder 4 Mal so groß. Also ich merke das schon, ne? Wenn ich jetzt vom Eisberg zurückfliege zu uns, und der sieht ja nicht so weit entfernt aus, ne? Da muss ich schon zwischenlanden, ein- oder zweimal manchmal. Und bei The Island könnten wir mit dem Ader locker über die halbe Karte schon fliegen, ey. Also da ist schon echt ziemlich riesig, die Karte hier. So, da haben wir auf jeden Fall einen zweiten. Der ist leider auch männlich, Leute. Ist aber nicht schlimm. Wir kriegen trotzdem dann diesen Boost immer mit beiden Wölfen. Dann haben wir diesen Rudelbuff schon mal, wenn wir den jetzt tamen. Nur mal gucken. Ja, der hat noch ein paar kleine Kratzer. Ich hoffe, dass es ohne Probleme funktionieren wird. So, die Basis sehen wir schon. Die hat sich jetzt hier vor mir aufgebaut. Dann fliegen wir da drüber. So. Dann werden wir mal schauen. Da, die Julia steht auch schon bereit. In Position. Zack. So. Jetzt droppe ich dir die Pfeile hier aus der Luft. Zack. Fallen gerade runter. Die müssen irgendwo jetzt da unten liegen. Ja, ich finde die nicht. Ernsthaft. Du hast doch nur 19 Pfeile, ne? Ich habe noch welche gemacht. Okay. Irgendwie treffe ich den nicht. Was ist denn los da bei dir, Mensch? Ey, ich kann den nicht ewig halten gleich, ne? Ich muss gleich landen. Verdammt, was machen sie? Neue Pfeile. Ja, ich setze ihn da hier oben kurz ab. Ich muss mal ein bisschen Ausdauer regen. Da hättest du ja auch sagen müssen. Mensch. Hast du die jetzt gefunden, die Pfeile? Nö. Gut, der sitzt da eh oben. Ey, wo sind die denn hingedroppt? Den hätte ich die aus der Luft da nicht fallen lassen sollen. Wissen wir beim nächsten Mal Bescheid. Das ist ja total komisch. Die sind bestimmt weggebackt oder so. Nicht aus der Luft fallen lassen sollen. Ach, super, jetzt hat er wieder keine Ausdauer mehr. Müssen wir nur vorsichtig sein. Okay, der Wolf läuft da hinten. Läuft jetzt gerade irgendwo weiter hinweg. Keine Ahnung, was er macht. Ich habe jetzt 68 Pfeile, die sollten reichen. Ach, das sollte auf jeden Fall reichen. Ich lasse die Ausdauer jetzt erstmal hochreggen. Und dann werden wir den Wolf nochmal einfangen und dann werden wir den zähmen. So. Wolf, wo bist du? Ach, da ist er. Meine Jüte, wohin haust du denn ab, Freundchen? Kommst du zurück? Auch wenn du das nicht willst, bleibst du hier? Meine Güte, ey. So. Auch wenn du das jetzt nicht willst, du wirst gezähmt, ja? Den werden wir Jasper nennen, weil der ist schön grau. Haben wir Akko und Jasper. Wie früher. So. Wird der schöne Jasper hier betäubt. Ah, der hat sich auch gut erholt. Der blutet nämlich nicht. Ja. Eine Dino war gerade ganz böse zum armen Jasper. Hoffe nur, dass er uns nicht... Aua! Aua! Nein! Ah, der Wolf hittet mich. Und der andere Adler ist hinterher. Pfeift den mal auf passiv. Wenn ich den jetzt absetze, tötet der den. Schaffst du das? Ansonsten töte ich ihn jetzt. Hallo? Ich weiß nicht, wo ich meinen Passivpfeifen habe. Gut, ich töte den Wolf jetzt. Umgestellt. Jetzt ist der Wolf tot. Friss ihn, Akko. Meine Güte. Wieso sind die Tiere denn alle auf Angreifen gestellt? Weiß ich nicht. Ich habe sie nicht umgestellt. Der Wolf, der war auf Angreifen. Den haben wir vergessen umzustellen. Und der zweite Versuch ist daneben gegangen. Das gehört dazu, Leute. So, jetzt müssen wir den erstmal wieder umstellen hier auf Passiv. Leveln wir den mal hoch. Ey, gut, warum hat denn der plötzlich angegriffen? Ich hatte den doch schön. Arme Grinsekatze, Mensch. Da beißt das Vieh dich. Naja, jetzt haben wir immerhin 78 Pelz schon mal. Können wir eine schöne Pelzrüstung von machen später. Müssen wir mal schauen. Da hinten ist ein Känguru. Level ist das? Brauchen wir Pilze für, ne? Ja, Pilze brauchen wir. Boah, Level 135, das wird aber passiv getamed, ne? Ja, ja. Warte mal, Leute, wir gucken mal, ob wir das Känguru vielleicht kriegen. Na, Pilze müssen wir doch irgendwo haben. In Akku drinne. Doch Pilze mitgenommen immer. Ja, ich habe 2 Stück. Ich weiß nicht, ob die reichen werden für so ein hohes. Ich glaube aber nicht, ne? Aber ich kann gleich noch welche dann holen gehen. Ich weiß ja, wo Kristalle und so sind, Leute. Warte mal, wir fliegen mal eben los. Wir gucken mal, ob wir noch ein paar Kristalle kriegen. Dann werden wir das Känguru tamen, Leute. Nice. Braucht man für einen Känguru einen Sattel? Nee, ne? Da kann man sich einfach so reinsetzen, oder? Das weiß ich nicht. Da haben wir wenigstens was als Ersatz für unseren heute verstorbenen schönen Wolf. So. Hier sind nämlich Kristalle. Känguru ist direkt am Strand. Vielleicht kannst du das gleich mal ein bisschen im Auge behalten. Wenn du bei uns runtergehst, ja. Links direkt ist das da. Ah, ich sehe das von hier oben. Hältst das so ein bisschen im Auge, damit das nicht abhaut. Dann werden wir das nämlich tamen. Ich weiß nur nicht, wie viel Pilze ich dafür ungefähr brauche. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich werde mal einige Kristalle jetzt eben farmen. Weil der Adler kann ja schon was tragen, also da mache ich mir keinen Kopf deswegen. Der hält auf jeden Fall einiges aus. Und dann sollten wir auch genug Pilze zusammen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo welche im Lager hatten oder so, aber ich bin mir sicher, dass da keine waren. Gerade schon in die Tiere geguckt, da habe ich leider auch nichts gefunden. Leider, leider. Oh, hier oben ist ein T-Rex. Level 95, alles klar. Wir haben aber auch hier ein Glück mit den Viechern, ne? Die haben momentan die hohe Level. Das ist ja abnormal. So, Leute. Hier hinten waren irgendwo Kristalle ohne Ende. Das weiß ich. Das ist hier irgendwo die Strecke. Wir müssen nur das Stück finden, wo das war. Mal eben K machen. Du hast das Känguru weiterhin schön im Auge, ne? Ja, das ist festgebackt. Ach, da unten haben wir es. Sehr schön. Dann werden wir zum Anfang der nächsten Folge, werden wir das dann direkt tamen, Leute. Ja, ich werde jetzt heute in der Folge noch die Kristalle hier versuchen zu holen. War das das Stück hier mit den ganzen Kristallen? Nee, das war es nicht. Dann war das hier weiter oben, glaube ich. Ah, deswegen sage ich ja, man muss sich hier ein bisschen mehr zurechtfinden. Ja, hier oben ist das, glaube ich. Hier waren die ganzen Kristalle. Ja, hier ist das. Hier habe ich sehr, sehr viele Kristalle gesehen oben. Müssen nur gucken, wo die hier genau waren. Da. Ich das mal an, was hier für riesen Bollermänner stehen. Und da kriegen wir nämlich schön die Pilze raus. Wenn wir denn dann Glück haben. Nee, haben so, wir natürlich nicht. So, wir haben einen Level 40er Kano an der Base. Ich werde den jetzt töten mit dem 50er Kano. Mach das. Mit dem Einhorn-Sabi. Ja, kannst du machen. Ich krieg da keine, Oder mit dem Wolf. Ja, mach, was du willst. Töte den einfach. Ich krieg da gerade keine Pilze raus aus den Kristallen. Wenn man die nicht braucht, dann kriegt man die zuhauf, weißt du? Wenn du dann mal welche brauchst, dann bekommst du sie nicht. So, Grinsekatze, folgt mir mal. Vielleicht mit der Axt abbauen? Kriegt man dann die eher raus, vielleicht? Nee. Vielleicht nicht so. Kein wirklich... Ah, da, seltener Pilz. Nochmal bekommen. Sehr gut. Ah. Nochmal hier Kristalle. Komm schon, noch einen seltenen Pilz. Bitte. Mist, wieder keiner. Ah, komm schon, seltener Pilz. Bitte. Ja, wir haben wieder einen seltenen Pilz. Ich habe jetzt schon 5 Stück. So, jetzt packen wir dir das erstmal alles rein hier. Ich hoffe, dass du mit mir dann noch fliegen kannst gleich. Grinsekatze. Wir haben hier noch einige Kristalle, wo wir noch Glück haben können. Ah, komm schon, seltener Pilz, bitte. Nee, haben wir wieder nicht. Dann ist aber wieder ein Kristall. So. Wo hattest du denn Felling getan? Das ist wahrscheinlich noch in der Grinsekatze drin, ne? Nee, doch ist es noch. 78, ja. Wieso? Ja, weil ich mit dem Wolf auch irgendwie Pelz hab. Okay. Ja, ich habe das nirgendwo eingeräumt. Ich muss das vielleicht im Notfall sogar gleich wegschmeißen, weil Pelz kriegen wir ja ohne Probleme aufgetrieben. Aber die Kristalle, die würde ich eher aufheben, wenn wir jetzt mal irgendwann da das Gewächshaus bauen wollen, was wir ja eigentlich relativ zeitnah machen werden. Damit wir möglichst viele Narco-Berries bekommen. Dann macht das ja mehr Sinn. So, hier ist leider jetzt nichts mehr an Kristallen. Wir fliegen jetzt mal hier hoch, Leute. Dann gucken wir uns hier oben nochmal um. Ah, da haben wir so eine Kiste, glaube ich. Die kann man öffnen. Da vielleicht eh dran drücken. Okay. Hm, ist da irgendwas rausgedroppt? Wartet mal. Nee. Ah, ich habe gedacht, das wäre so eine Kiste, wo mit so einer Entdeckernotiz. Haben sie die bei Ragnarok noch nicht drinne? Kann sein. Naja, egal. Wir fliegen jetzt mal zurück zur Basis, Leute. Wir sind nämlich schon am Ende der Folge angekommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich dann das Känguru versuchen werde zu tamen. Ja, dann kriegen wir ein schönes Känguru. Das hat auch ein schön hohes Level. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und vielleicht finden wir auf dem Rückflug hier sogar noch den einen oder anderen Kristall. Und dann werden wir in der nächsten Folge das Känguru zähmen. Bis dahin, haut da rein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.